herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Linken. Heute wird der Vorsitzende der Partei Die Linke, Martin Schierdewan, Stellung zu folgenden Themen nehmen. Zum Streit um die Kindergrundsicherung, zur Einigung beim Gebäudeenergiegesetz und zu den anstehenden Ostermärschen. Danach ist wie immer Gelegenheit zu fragen. Vielen Dank, lieber Götz. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Erscheinen auf unserer wöchentlichen Pressekonferenz. Ich möchte erstmal mit einer sehr, sehr guten Nachricht beginnen. Und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Nachricht. Christina Buchheim von der Linken hat die Bürgermeisterwahlen in Köthen gestern gewonnen. In der Woche davor hat Henry Ruß in Reichenbach im Vogtland die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Auch im März hat Matthias Marquardt die Bürgermeisterwahl in Heringhelme in Thüringen gewonnen. Und wie Sie wissen, haben wir ja im letzten November in Rostock die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Das heißt, in den letzten 4 Monaten hat die Linke erfolgreich 4 hauptamtliche Bürgermeisterämter bzw. Oberbürgermeisterämter errungen in den jeweiligen Kommunalwahlen. Das ist ein wirklich schöner Erfolg, auf dem wir aufbauen werden. Das weist in die richtige Richtung, dass dort, wo wir in einer klaren inhaltlichen Positionierung in die politische Auseinandersetzung gehen, wo wir vor Ort verankert sind und wo wir auch erkennbar linke Politik prägen und mitgestalten, auch Wahlen gewinnen. In diesem Sinne, denke ich, ist das ein Antrieb für die gesamte Partei, uns in diese Richtung weiter zu bewegen und zu entwickeln. Jetzt zu den genannten Themen. Thema 1, Kindergrundsicherung. Über 30 Stunden hat der Koalitionsausschuss getagt, hat dieses Thema nicht mal berührt nach Einvernehmen der Koalitionäre. Das heißt, in diesen 30 offensichtlich intensiven Stunden hat das Thema, wie man Kinderarmut in diesem Land erfolgreich bekämpfen kann, überhaupt keine Rolle gespielt. Allein das ist ja schon ein Skandal, aber der Skandal geht in die nächste Runde. In dem Moment, wo der Koalitionsausschuss beendet ist, bricht der Streit in der Ampelregierung wieder aus, und zwar anhand des Themas der Kindergrundsicherung. Auf dem Rücken der ärmsten Familien in diesem Land wird dieser Streit ausgetragen, vor allem zwischen der FDP einerseits, die offensichtlich den Eindruck hat, dass Kindergrundsicherung, also der Kampf gegen Kinderarmut, vor allem in der Digitalisierung sich abspielt. Die halten offensichtlich das für ein Online, für ein fancy Online-Spiel und nicht für Armutsbekämpfung, die an dieser Stelle dringend notwendig ist. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, Armut für Kinder, das bedeutet keine Kinobesuche, das bedeutet keine Zoobesuche, das bedeutet soziale und kulturelle Ausgrenzung, das bedeutet keine Teilhabe zu haben, das bedeutet aber auch vor allem schlechtere Zukunftsperspektiven für die betroffenen Kinder, die in armen Familien wach werden. Das heißt, ich wünsche mir, dass diese Regierung mit der gleichen Energie, für die sie sich für E-Fuels einsetzt, auch beim Kampf um die Kindergrundsicherung endlich einsetzt. Wir sind der Ansicht, dass die Kinder in diesem Land Besseres verdient haben als dieses unwürdige Schauspiel dieser sich gegenseitig blockierenden Koalition. Wir haben als Linke auch ein Konzept vorgelegt, wie die Kindergrundsicherung zu gestalten ist, damit die Kinder tatsächlich armutsfest groß werden können. Das heißt, zunächst einmal muss das Kindergeld angehoben werden auf 328 Euro und dann in einer zweiten Stufe, je nach dem konkreten Bedarf in der Familie und je nach dem Alter auch natürlich der Kinder und der Jugendlichen, angehoben werden auf 681 Euro maximal, was im Grunde genommen die kinderarmutsfeste Grenze wäre an dieser Stelle. Darauf drängen wir, dafür plädieren wir und wie gesagt, die Regierung vollführt schon wieder ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der ärmsten Familien in diesem Land. Das ist wirklich völlig inakzeptabel und unerträglich. Zweiter Punkt, Gebäudeenergiegesetz. Naja, die Regierung erweckt ja mittlerweile nicht an irgendeiner Stelle und bei irgendeinem Thema den Eindruck, dass sie harmonisch miteinander politische Probleme lösen kann oder Weichen in die Zukunft in diesem Land stellen werden wird. Auch jetzt haben wir wieder den Streit über die konkrete Ausgestaltung der sozialen Begleitung des Gebäudeenergiegesetzes, trotz der Ankündigung für Übergangsfristen, Ausnahmeregelungen und dass es eine Förderung geben soll, bleibt die Regierung da immer noch komplett im Wagen. Es bleibt völlig offen, wie diese Förderung aussehen soll. Aber ich will noch mal betonen an dieser Stelle, Akzeptanz für Klimaschutz wird es in diesem Land, wird es bei der
Bevölkerung nur dann geben, wenn die soziale Absicherung mitgedacht wird auf jedem Schritt des Klimaschutzes. Und wieder will die Ampel diese Fragen nicht beantworten. Wieder kann die Ampel diese Fragen nicht beantworten und liefert wieder keine überzeugenden Resultate. Doch den Ankündigungen dieser Ankündigungspolitik müssen endlich Taten folgen. Und deshalb fordern wir als Linke zuallererst ein umfassendes Förderprogramm, das dafür sorgt, dass die Mieterinnen und Mieter keine Zusatzkosten tragen müssen, dass Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mit wenig Geld, vor allem auf dem Land, gezielt unterstützt werden. Letztendlich geht es darum, dass die Wärmepumpe nicht teurer sein darf als die Gas- oder Ölheizung. Jetzt hat das Wirtschaftsministerium angekündigt, dass pro Jahr 9 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger anfallen bei diesem Umbauprozess. Da würde ich sagen, kennt man ja ungefähr auch die Größe des Förderprogrammes. Ich würde vorschlagen, dass in einem ersten Schritt dieses Förderprogramm dadurch auf den Weg gebracht wird, dass klimaschädliche Subventionen abgebaut werden, wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, das ja allein im Jahr den Staat 5 Milliarden Euro kostet. Das wäre schon mal eine richtig gute Anschubfinanzierung. Zweitens brauchen wir ein Ausbildungsprogramm für Handwerkerinnen und Handwerker, um natürlich dem damit auch einhergehenden Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. Und drittens brauchen wir den Ausbau von Wärmenetzen, insbesondere von Nahwärmenetzen. Also es müssen auch preisgünstige Alternativen geschaffen werden. Und mit diesem Dreiklang kann es meiner Ansicht nach gelingen, dass wir Verlässlichkeit schaffen, dass es soziale Sicherheit gibt in dem anstehenden Umbauprozess, dass der Klimaschutz nicht zum Spielball des Marktes wird. Das stellt sich die FDP ja an dieser Stelle so vor, sondern dass Klimaschutz tatsächlich auch eine Aufgabe von staatlicher Regulierung ist an dieser Stelle, die vor allem aber auch darauf achtet, dass soziale Sicherheit und Klimaschutz Hand in Hand gehen müssen. Und wie gesagt, an dieser Stelle liefert auch die Bundesregierung ein weiteres Mal keine überzeugenden Ergebnisse ab. Und jetzt zum letzten Thema ganz kurz in aller Kürze ein Wort zu den Ostermärschen. Wir mobilisieren ja als Linke zu den lokalen und regionalen Ostermärschen in diesem Jahr. Ich selbst werde am 8.4. in Potsdam bei dem Ostermarsch auftreten und dort reden. Die Ostermärsche finden vom 6. bis zum 10. April statt und sie finden statt in einer Zeit, in der wir ein starkes Zeichen für Frieden setzen müssen in Europa, in der wir ein starkes Zeichen für Verhandlungen zum Frieden setzen müssen. Die Ankündigung Russlands, Atomwaffen jetzt in Belarus an der Grenze zu Polen stationieren zu wollen und die Reaktion der polnischen Regierung darauf, dass sie stärker in die nukleare Abschreckung und Teilhabe der NATO eingebunden werden möchte, stellen eine neue gefährliche Eskalationsstufe dar, eine neue gefährliche Eskalationsstufe auch atomarer Aufrüstung. Das ist der völlig falsche Weg und ich finde, dass wir in Deutschland, dass die Bevölkerung in Deutschland die Ostermärsche nutzen muss, gemeinsam mit uns, mit der Linken, um ein klares Signal für Frieden und Abrüstung zu setzen und für einen Frieden, einen gerechten Frieden in der Ukraine, der auf Verhandlungen basiert und einem Rückzug der russischen Truppen. Vielen Dank. Damit ist jetzt Gelegenheit für Fragen. Frau Palzer. Das Problem ist ja, dass auch bis jetzt im Bereich Kindergrundsicherung die Gelder gar nicht abgerufen werden. Was macht Sie so optimistisch, dass, wenn man in diesen Topf der Kindergrundsicherung jetzt noch mehr Geld reintut, dass dann die Gelder abgerufen werden? Ja, ich denke nicht, dass es zuallererst ein Problem ist, so wie zum Beispiel die FDP das interpretiert, der Bewerbungsverfahren, die digitalisiert werden sollen, sondern es ist vor allem ein Problem, auch das darin besteht, dass zu wenig Aufklärung existiert, wer wirklich Anspruch darauf hat. Das heißt, eigentlich muss da mehr in Sozialberatung investiert werden an der Stelle. Die Ämter müssen entsprechend ausgestattet werden mit mehr Personal, damit tatsächlich die Bedürftigen in diesem Land, und wir reden von 3 Millionen Kindern, die in armen Familien aufwachsen müssen, dass diese Familien entsprechend auch Unterstützung, Beratung finden und vielleicht auch die Hilfe, die ihnen sonst nicht zuteil werden wird. Frage, Sie hatten gesagt, Sie wollen das Kindergeld erhöhen. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie es bis auf 681 Euro im Monat erhöhen wollen? Wir wollen das erhöhen für jedes Kind, unabhängig sozusagen von der Familie und dem sozialen Status der Familie, in einem ersten Schritt auf 328 Euro.
und dann je nach Alter und nach Bedürftigkeit der Familie auf einen Maximalbetrag in einer zweiten Stufe über die dann gemessenen Bedarfe oder ermittelten Bedarfe aus 681. Das heißt nicht, dass jedes Kind dann tatsächlich 681 Euro erhalten wird, aber altersentsprechend und wenn der Bedarf entsprechend groß ist, plus das erhöhte Kindergeld, kann das der Maximalbetrag da sein. Ja. Danke sehr. Am Wochenende, genauer am Samstag, laufen ja die letzten Corona-Maßnahmen aus. Und meine Frage wäre sozusagen, wenn es um den Rückblick geht, um die Auswertung dessen, was im Rahmen der Pandemie in Deutschland passiert ist, was stellen Sie sich da vor? Also fordern Sie da eine Aufarbeitung oder befürworten Sie die Enquete-Kommission, die dazu schon in der Diskussion ist? Und wo sehen Sie vor allen Dingen, was schiefgelaufen ist? Ja, ich denke schon, dass wir natürlich im Rückblick auf die Pandemie und auf die Schutzmaßnahmen, die ergriffen wurden, erstmal konstatieren sollten, dass das natürlich in einer Situation auch alles stattgefunden hat, wo wir keinen Präzedenzfall hatten, wo es kein wirklich belastbares Wissen gab, wie man auf eine solche pandemische Entwicklung reagieren sollte. Der Schutz der Bevölkerung, der Schutz von Menschenleben hatte natürlich absolute Priorität. Jetzt im Nachgang auch mit dem Impfstatus der Bevölkerung, mit dem Rückgang der Pandemie, kann man natürlich an der Stelle sicherlich die ein oder andere Maßnahme durchaus auch rückblickend kritisch diskutieren. Ich finde, dass wir als Gesellschaft auch den Raum brauchen, um eine solche Diskussion zu führen. Denke aber auch, dass eine Enquete-Kommission dafür durchaus ausreichend ist an der Stelle, um auf die Pandemie zurückzublicken und einen solchen Prozess nochmal rückwirkend zu beurteilen und dann eben die Ergebnisse vorzulegen, damit wir für die Zukunft, falls wieder eine Pandemie auftritt, entsprechend auch besser gerüstet sind. Mal Ihren Namen kurz dazu. Moritz Gattmann vom Magazin Cicero. Mhm. Hallo. Herr Schildewan, es gab ein Interview von Ramelow, was jetzt, glaube ich, heute erschienen ist, in dem er sagt, dass die Partei ihr Verhältnis zu Krieg und Frieden nie richtig geklärt hat. Da geht es um Blauhelm-Einsätze in bestimmten Situationen. Es geht auch um Situationen, in denen Waffenlieferungen möglicherweise notwendig oder berechtigt sind. Und er sagt im Hinblick auf Frau Wagenknecht, dass sie nicht der Kern des Konfliktes sei, sondern Frau Wagenknecht nur sichtbar macht, was zuvor schon nicht geklärt worden ist. Sehen Sie das ähnlich? Ich denke, dass wir als Linke und das trifft nicht nur auf uns zu, sondern insgesamt auf die deutsche Gesellschaft tatsächlich die Frage, wie kollektive Sicherheit zu organisieren sein wird, in der Zukunft noch Antworten zu geben haben. Wir starten den entsprechenden Diskussionsprozess jetzt in der Partei, schaffen dafür entsprechende Räume in Form von Regionalkonferenzen, in Form von einer Friedenskonferenz anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung der KSZE. Wir gehen natürlich einem Europawahlprogrammprozess wie andere Parteien auch entgegen, aber die Idee, dass kollektive Sicherheit unter Einbeziehung Russlands einfach so funktionieren kann, ist ja durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine erstmal zumindest tiefgehend in Frage gestellt worden. Und natürlich wird Russland auch nach diesem Krieg noch Bestandteil Europas sein, aber darüber, wie kollektive Sicherheit wirklich zu organisieren ist, das müssen wir gründlich diskutieren, darüber müssen wir nachdenken und ich wünsche mir, dass am Ende dieses Diskussionsprozesses auch eine überzeugende und realitätstaugliche Antwort steht. Von daher nehme ich die Äußerung von Bodo Ramelow als einen der Diskussionsbeiträge wahr in Bezug auf die zu klärenden Fragen und begrüße, dass er sich so aktiv in der Diskussion mit einbringt. Wenn man sich so die Diskussionen in den letzten Monaten anschaut, sieht man ja, dass die Positionen doch ziemlich weit auseinander liegen, gerade in dieser sehr wichtigen Frage, in dieser großen Frage unserer Zeit. Glauben Sie, dass Sie das irgendwie am Ende wieder zusammenbekommen können, diese Position? Ja, ich glaube, dass wir in einer Situation sind und das auch nicht nur als Partei, sondern als Gesellschaft, wo die Frage von Krieg und Frieden tatsächlich sehr aufgeheizt, sehr emotional diskutiert wird, wo es diametral unterschiedliche Positionen gibt, die auch in der Öffentlichkeit vertreten werden, wo es auch eine, wie ich finde, in Teilen wirklich völlig
inakzeptable Zuspitzung in der Rhetorik gibt, wo man sich gegenseitig, das meine ich nicht in der Partei, sondern in der Gesellschaft beschimpft und teilweise denunziert, wenn man zum Beispiel, so wie ich das getan habe, von Anfang an für eine Verhandlungslösung eingetreten ist, wurde man dann als Putin-Versteher denunziert und so weiter. Dabei war doch die Position der Verurteilung des Angriffskrieges auch in der Linken immer sehr deutlich und wurde durch die Vorsitzenden auch immer in aller Klarheit nach außen getragen. Ich glaube, was wir brauchen, ist Zeit. Was wir brauchen, also nicht nur die Linke, sondern tatsächlich die Gesellschaft, ist Zeit. Wir brauchen entsprechende Diskussionsräume. Wir brauchen Respekt und Kultur in dieser Diskussion. Und wir als Partei werden die entsprechenden inhaltlichen Räume, die strategischen Räume öffnen, um diese Diskussion erfolgreich zu führen und tatsächlich auch die Positionen, die jetzt vielleicht diametral gegenüberstehend erscheinen, auch möglichst auf Gemeinsamkeiten zusammenzuführen. Frau Palzer. Ne, das, ich, einen Moment hielt ich zu einer Meldung. Gibt es weitere Nachfragen? Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Woche. Vielen Dank.